spende 30 Milliarden und dann wieder raus. Nee, aber mal ernst, mal gucken, wie teuer das wird. Weil wir haben jetzt Ruf 7. Wir hatten vorher 20. So, hallo. Wir möchten gerne spenden, weil wir Böses getan haben. Nehmen wir mal 500 für den Anfang. Ruf hat sich um einen Punkt verbessert. Hat sich um einen Punkt verbessert. Oh, was ist das? Habt ihr von der Ermordung in Kerzenburg gehört? Scheint die Führer des Eisenthrons sind dorthin gegangen und umgebracht worden. Dieselben Leute, die in Nashkel geholfen haben, haben es getan. Ich höre, es waren Agenten von Am. Ah, die Gerüchteküche. Wie auch immer, der Sohn von einem dieser toten Typen ist jetzt deren Anführer. Ich glaube, sein Name ist Saravok. Ja, das glaube ich auch. Noch ein Rufpunkt. Oh, war nicht genug für einen Rufpunkt? Dann nehmen wir mal 1000. Ja, ein Punkt. Hat sich um einen Punkt verbessert. Wie viel haben wir jetzt inzwischen? Heldenhaft. 2 Punkte fehlen noch. Und ja, ich nehme das so genau. 1000. Nicht genug. Na gut. 2000. Nicht genug. Wie gierig seid ihr denn? Okay, 5000 Goldmünzen. Nicht genug. Nee, komm, das lassen wir dann mal. Bleibt's bei 18. Mit etwas Glück kriegen wir jetzt genug Ruf in Ulgorsbiel zusammen. Und hoffentlich kriegen wir da auch mal ein ordentliches Danke für den Turm. Weil das war irgendwie nicht sehr episch, das Ende da unten. Okay, der Kampf war toll. Aber danach, ich weiß nicht. Ich hätte irgendwie erwartet, dass der Geist von Durlak sich noch erhebt und sich bedankt oder irgendwas in der Richtung. Wo bin ich? Oh nö, nicht bei den Bauern. Komm, weg da. Habe ich mich wohl verklickt? Hm? Ja, jetzt wäre ich auf einmal wieder stolz auf unsere Taten. Hm? Nur weil wir mir ein paar tausend Goldmünzen gespendet haben. Oh, war ja ganz schön oberflächlich, dieser Karlit. Heiden, ihr seid diejenigen, die den Dolch des Seelendiebes aus Durlaks Turm geholt haben. Gebt ihn mir sofort heraus. Ihr könnt den Dolch haben, hier ist er. Ja, nee, klar. Nachdem ich da 30 gefühlte Stunden in den Turm verbracht habe. Warum sollten wir euch den Dolch geben? Der Dolch hält den Mittelpunkt all unserer Gebete. Unser Gott kann endlich zurückkehren. Ich muss ihn haben. Welcher Gott ist das, der seine Anhänger töten lässt für sowas? Wir werden euch den Dolch niemals geben. Er wird mein sein. Oh, und wer bist du? Na gut, Allemann darauf, um ihn zu unterbrechen. Du, magisches Geschoss, auf ihn. Du, Flammenstrahl, auf sie. Oh, das sind ein paar viele. Dreifacher Schaden durch hinterhältigen Angriff auf Immun. Nicht gut. Heiltrank. Haste. Nicht gesehen. Und... ja, Blitzstrahl auf den da. Obwohl, das Zaubern dauert zu lange. Flammenstrahl auf den da. Du Dolch den. Du hattest schon magisches Geschoss auf den, ne? Ja. Und wo seid ihr drei? Ihr drei alle auf den. Zweihänder. Flammenschwert. Obwohl, nehmen mal Eisschwert. Spinnenfluch. Alle auf den. Okay. Immerhin. Lauf. Wow, die kriegen ja gut Schaden rein. Du heil dich. Frostriesentrank, Feuerriesentrank. Und alle auf den. Boah, sind das viele. Aber wenn ich jetzt wieder einen Feuerball schmeiße oder so, dann stirbt ein Hühnchen und ich verliere wieder 20 Ruf. Nee. Du wieder Flammenstrahl auf den. Du läufst ein Stückchen weg. Und machst dann mal... nee, machst erstmal gar nichts. Erstmal musst du vom Flammenstrahl getroffen werden, ein bisschen abgelenkt werden und dann kann sie ihre Illusion zaubern. Du trinkst noch einen Trank. Ihr geht alle auf den weiterhin. Du trinkst auch noch einen Trank. Und du legst dir die Hand auf, kannst du nicht. Du trinkst einen Trank. Ja,
Das war kaputt. Was haben wir hier? Noch ein Magier, ne? Ja, rauf da. Du solltest eigentlich weiterlaufen. Gut. Jetzt hat er genug Abstand. Oder hat sie genug Abstand. Doppelgänger. Im Moment trinkt man Regenerationstrank. Du noch einen Flammenschlag auf den. Und ihr prügelt alle weiter auf den ein. Du solltest einen Regenerationstrank trinken. Ah, lauf, lauf, lauf. Gut, er ist tot. Du schießt auf den. Du machst Eile auf die Gruppe. Du hast langsam keine Stäbe mehr. Du machst Blitzstrahl auf den da hinten. Und ihr greift alle den an. Jetzt müsste das im Sack sein. Schaden sieht okay aus. Wir haben keine Zauberer mehr als Gegner, keine Schurken. Außer, dass das ein Schurke, aber er macht keine hinterhältigen Angriffe. Du trinkst den Regenerationstrank. Oh, da ist noch einer. Heiltrank. Und allesamt auf den. Sind da noch mehr? Nee, das war's jetzt aber. Uffala. So, hast du noch Heilung? Kleine, ja. Gut, die verteilen wir mal schnell. Und gucken, was sie so dabei haben. Eine Notiz wäre nicht schlecht. Warum sie das jetzt gemacht haben. Okay, der Dolch schien ihnen wichtig zu sein, aber sie hätten ja danach fragen können, oder? Naja, haben sie. Aber sie könnten erklären, warum er wichtig ist und was für ein Gott das sein soll und all sowas. Aber wir sparen uns schon mal die Tränke, wie es scheint. Was ja auch ganz nett ist. Und ein paar Sachen zum Verkaufen. Das gibt mal Düner hier. Das auch, das auch. Das kennst du vielleicht? Ja. Kennst du das auch? Ja. Zu Minsk. Ein Langschild plus 1. Wow, das hat also der Todesritter bei sich. Ein Langschild plus 1. Episch. Echt episch. So, weg damit. Ein Eisstab und ein Feuerballstab können wir nicht identifizieren. Aber wissen wir, dass es ist. So, da tun wir mal den Verwandlungsstab hin. Den haben wir auch nicht probiert. Das wär's doch. Wir bekämpfen den Todesritter und machen ihn zu einem Eichhörnchen. Aber hätte garantiert nicht geklappt. So, wir wollen jetzt in die Taverne, weil da ist der Zwerg und die Mutter war woanders. Die war irgendwo hier unten. Ja, das hat Priorität. Erst mit der Mutter reden. Auch wenn ihr Sohn bestimmt schon inzwischen zu Hause ist. So schnell wie der gelaufen sein soll. Ja, das sieht gut aus. Allesamt da rein. Und Gerogon überbringt die gute Nachricht. Hier ist er nicht. Dank euch, dass ihr Dalton gerettet habt. Er kam einige Tage vor euch hier zurück. Die Geschichten, die er zu erzählen hatte, waren ganz unglaublich. Todesritter. Nun, es war schön, meinen Sohn wiederzusehen, selbst wenn es nicht für lange war. Er ist gleich wieder los? Hier sind einige meiner Ersparnisse für eure Mühen. Eure Rettung mag jedoch umsonst gewesen sein. Dalton ist wieder losgezogen. Er ist auf der Suche nach neuen Abenteuern. Dieser dumme, dumme Junge. Verpass ihm eine Ohrfeige, kette ihn ans Bett. Ist doch scheißegal, lass ihn hier. Ah. Naja, manche Mütter sind halt grenzwertig. Dialog beenden. Auch nicht ganz das, was ich erwartet habe. Ich hatte erwartet, einen zitternden Dalton unter dem Bett zu finden und eine sehr dankbare Mutter, die überglücklich ist, dass ihr Kind zurückgekommen ist und nicht sowas. 300 Goldmünzen und einen warmen Händedruck. Mal gucken, was der Zwerg zu sagen hat. Ich spreche mit euch, wenn ihr wollt. Nö, danke. Wir wollen mit denen noch sprechen. Etwas lief schief. Was ist es? Wir hatten den Dolch zurückgeholt, doch irgend so ein religiöser Fanatiker hat ihn uns gestohlen. Keine Ahnung warum. Wie jetzt gestohlen? Die sind alle tot. Es ist, wie ich befürchtete. Hört mir zu, wir haben nicht viel Zeit. Jene, die durch stahlen, sind dieselben. Hä? Jene, die euch den Dolch stahlen, sind dieselben. Wie wer? Achso, die den Dämon losließen, der meinen Großvater tötete. Mein Großvater wurde von einem
Tanari getötet, einem Nabasu, um genauer zu sein. Derjenige, der ich in Dolch stahl, gehört zu einer Sekte, die diese Bestie als ihren Gott verehrt. Vor vielen Jahrhunderten, als mein Großvater mit Durlak auf der Suche nach Abenteuern durch die Lande zog, verdarben sie es sich mit dem Tanari, der von der Sekte auf unseren Clan losgelassen worden war. Durlak und mein Großvater besiegten den Tanari, doch mein Großvater wurde tödlich verwundet. Sie fingen die Essenz des Dämons in einem Dolch. Mein Vater fand heraus, wie er den Dolch und die Bestie darin zerstören könnte. Doch Unglück brach über Durlak herein, bevor er den Dolch zu meinem Clan senden konnte. Ihr müsst die Sekte finden, ihr müsst den Dolch zurückgewinnen, sodass ich die Bestie beseitigen kann. Wenn es der Sekte gelingt, den Dämon zu befreien, dann muss er getötet werden, bevor er Verderbnis über unser Land bringt. Geht und holt den Dolch, schnell. Was soll das denn jetzt? Ich hatte den Dolch, ich habe alle umgebracht, die uns angegriffen haben, da hat niemand was gestohlen. Und wo soll ich sie finden? Hat er mir auch nicht gesagt. Tagebuch. Hogan hat uns nicht alles erzählt, als er uns auf die Suche nach dem Schwert schickte. Es war ein Dolch. Offenbar findet sich in dem Dolch die Seele eines bösen Dämons, der Hogas Großvater umgebracht hatte. Die Sekte, die uns überfallen haben, gehört der Sekte, an die den Dämon verehren. Hogan glaubt, dass sie den Dämon in ihrem Haus in Ulgos Beard wieder zum Leben erwecken wollen und will daher, dass wir sie aufhalten. Die haben ein Haus hier im Dorf? Du machst nix? Na gut, wenigstens wissen wir jetzt, dank dem Tagebuch und nicht dank dem doofen Zwerg, wo wir suchen müssen. Also, bist du das Haus, wo die Kultisten drin sind und einen Dämon beschwören wollen? Du kleines Haus? Und verschlossen. Das ist uns egal, wir wollen da rein. Schlösser öffnen gelungen, guck rein. Ups. Ja, nee, ihr sieht mir nicht aus wie Kultisten. Ah, ich hasse sowas. Das sind Power-Emotes. Also sowas, wie man bei Online-Spielen macht. Was man eigentlich machen soll, weil das absolut ist. So, raus hier. Auch keine Kultisten. Was haben wir denn noch? Wir haben hier die Hütte von dem anderen Kerl, wo wir die Quest gemacht haben mit den Werwölfen. Wir haben den Turm. Wir haben hier noch ein Haus. Geht mal alle dahin. Du schau da. Oh, wer bist du? Sektenwächter. Ja. Na gut, dann rasten wir erstmal. Hier dürfte ja uns auch nichts passieren. Heil ihn, du heil dich. Du trink einen Trank, du heil ihn. Du heilst ihn. Das sollte erstmal nein, nicht ganz. Du heilst nochmal dich selbst. So, das sollte jetzt erstmal reichen. Und jetzt bringen wir die alle um. Damit wir endlich unsere Ruhe haben von diesem doofen Turm. So, Doppelgänger. Furchtbaren. Haste. So, ihr dort. Wo wollt ihr hin? Ja, langsam könnten wir auch ungehalten werden, aber wir wissen, dass sich die Sekte im Inneren befindet und sind gekommen, um den Dolch zu holen, der uns gestohlen wurde. Ihr, euer Nutzen hat sich erschöpft. Unser Gott duldet keine Einmischung. Ja, dein Gott ist mir absolut egal. Stirb. Ah. Wo kommt ihr denn her? Na gut, du bist jetzt ein Eichhörnchen. Hoffentlich. Du kriegst einen Flammenstrahl ab. Und du schießt auf den, damit er schnell stirbt. Ihr beiden stellt euch den Weg.